Seien Sie willkommen. Am Aschermittwoch ist alles vorbei, sagt man eigentlich. Vor allen Dingen hier im Rheinland. Stimme hört man auch ein bisschen belegt. Aber nichts ist vorbei. In der Bundesliga geht's rund und den größten Karneval erleben wir im Moment, gerade in diesen Stunden, bei einem Verein, der sich eigentlich konzentrieren sollte auf ein wichtiges Spiel in der Champions League. Deshalb reden wir heute einmal mehr mit unserem Freund und Schalke-Intimus Peter Neururer. Was ist denn da bitteschön auf Schalke los? Die Meldungen überschlagen sich. Felix Magath sagen mittlerweile alle, sagt dpa, sagt Bild.de und so, die WAZ hat es heute geschrieben. Felix Magath zum Saisonende soll er weg sein. Es gibt neue Namen, die kursieren. Robin Dutt gerade und der Hammer ist, das schreibt aber auch nur Bild Online, hier Magath vor dem Aus, Dutt jetzt Schalke-Kandidat und unten drunter stand, haben Sie gerade gesehen, springt jetzt Otto Rehhagel ein. Peter, drehen die jetzt gerade komplett irgendwie durch auf Schalke? Ja, ich meine, einige Dinge muss man wirklich nicht mehr kommentieren. Nur die Entwicklung, die auf den letzten Wochen und Monaten auf Schalke festzustellen war, drohte ja von vornherein irgendwo mit einer Eskalation zu enden. Schalke 04, Trennung zwischen Fangedanken und Felix Magath waren ja schon lange, lange gewachsen, steht plötzlich in der Bundesliga auf einer Position, in der man auch möglicherweise mit einem Abstieg rechnen muss, also auf jeden Fall sich mit einem Abstiegskampf konfrontiert sieht. Felix Magath redet da anders drüber, denkt da nicht dran, konzentriert sich lieber auf die wesentlichen Punkte für ihn. Die Weiterentwicklung einer Mannschaft, die er eigentlich ohne Not umgekrempelt hat. In der Champions League gibt es die große Hoffnung, heute Abend gegen Valencia weiterzukommen. Dann hätte man natürlich rein finanziell einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Und auch vom Image her wäre es ja toll, das Viertelfinale zu erreichen. Im DFB-Pokal das Endspiel zu erreichen, ist ein Riesending. Das hat einen Deckmantel über die ganze Bundesliga-Saison gelegt. Aber gerade sagte, die Bundesliga ist das Tagesgeschäft und die Bundesliga ist maßgeblich. Und da hat sich die Mannschaft von Felix Magath ein klein wenig von den Zielen entfernt. Und Felix ist ja angetreten mit den Worten: Innerhalb meiner Amtszeit werde ich den Schalke-Fans die Schale präsentieren. Und da ist man im Augenblick bei Schalke 04 so weit von entfernt, dass jetzt möglicherweise blinder Aktionismus von Seiten der Führungskräfte bei Schalke das Resultat sein wird. Und demzufolge ist Felix Magath jetzt natürlich ganz gewaltig unter Druck. Ja, gestern gab es hier lang und ausführlich bei Digibet.com im Studio ein Gespräch zwischen Uli Potowski und Felix Magath. Da hat Felix Magath gesagt, er geht davon aus, dass er noch bleibt. Er hat das heute Morgen bei Kicker Online auch nochmal gesagt. Er geht davon aus, dass er seinen Vertrag erfüllen wird, also noch ein Jahr bleibt. Und jetzt weiß man halt nicht, ob er überhaupt diese Saison noch zu Ende bringt. Was mich am allermeisten dabei irritiert, Peter, und das klang gerade bei Ihnen auch schon durch, und gestern im Interview sagte Felix Magath das auch nochmal, wir kommen gar nicht mehr mit dem Abstieg in Berührung. Ich habe das Spiel in Stuttgart gesehen, klar, sie sind da benachteiligt worden durch einen der vielen Schiedsrichterfehler, über die wir in dieser Saison ja auch des Öfteren mal zu sprechen hatten, aber der Abstiegskampf ist doch nicht so weit weg, beziehungsweise die zweite Liga im Moment. Das verkennt Felix im Augenblick. Er fokussiert sich recht, letztendlich nur auf die Champions League und auf den Pokal. Und da macht er einen Riesenfehler. Wenn das Spiel am nächsten Samstag gegen Eintracht Frankfurt nicht gewonnen wird, dann ist Schalke mittendrin im dicksten Abstiegskampf. Im Augenblick beträgt der Abstand zu den Abstiegsplätzen exakt 5 Punkte. Eintracht Frankfurt, auch unten reingerutscht, kommt jetzt in die Veltins-Arena. Und wenn das Spiel nicht gewonnen wird, selbst bei einem Unentschieden, bleibt Schalke auf jeden Fall mittelfristig bis zum Ende der Saison, wenn man da überhaupt von Mittelfristigkeit reden kann, im dicksten Abstiegskampf. Und wer diese Situation verkennt, der ist möglicherweise auch dazu geneigt, dass man sagt, der wird dann auch scheitern. Und man stelle sich vor, Schalke 04, sämtliche Spieler haben keinen Vertrag für die zweite Liga, würde in den Abstiegskampf geraten. Das wäre fatal. Und ich glaube, dass der Verein dann in der Situation reagieren würde und Felix Magath direkt beurlauben würde. So sieht es im Augenblick von der Tendenz her aus. Andererseits sieht es aber so aus, wenn heute Abend gegen Valencia gewonnen werden sollte, wenn dann das Spiel gegen Eintracht Frankfurt gewonnen werden sollte, dann wird man mit Sicherheit Felix Magath bis zum Ende der Saison behalten. Was dann geschieht danach, das ist eine andere Geschichte. Diese Risse, die da zwischen Publikum, die darf man auf Schalke mit Sicherheit nicht unterschätzen, diese Risse zwischen Publikum und Felix Magath sind einfach riesengroß. Was mannschaftsintern in Bezug auf Felix Magath los ist, kann ich natürlich nicht beurteilen als Außenstehender, auch wenn man noch so dick drinsteckt in dieser Schalke-Szene. Das ist aber wesentlich und mitentscheidend. Man stelle sich vor, der Verein gibt jetzt bekannt, dass Felix Magath am Ende der nächsten Saison, der jetzt liegenden Saison Diesen, ja. gehen sollte.
es wird also so als Fakt dargestellt, was ist, wenn die Chemie, die sogenannte Chemie zwischen Trainer und Mannschaft nicht stimmt. Dann gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen Spieler, der mit seiner Leistung dann nicht mehr das wieder abliefern wird, was Schalke in der jetzigen Situation benötigt, eben Leidenschaft und blinder Kampf um den Klassenerhalt. Gucken wir mal gerade hier auf die Facebook-Seite von Schalke. Da kommt natürlich jetzt auch Pro Magath kontra Tönnies. Peinlich für Schalke, was jetzt da gerade abgeht. Mario Schäfer schreibt, der schreibt einfach zu geil, was da abgeht. Muss wohl vom Vorstand kommen, also Vorstand raus. Dann Justin schreibt, als Nachfolger sind Dutt und der Oberhammer Otto Rehhagel im Gespräch. Dann noch Daum. Dann wirft er noch Daum und Peter Neururer in die Runde. Wie wär's denn? Das ist an Peter Neururer auf Schalke genannt, das ist ja vollkommen normal. Ja. Ich habe hier eine tolle Zeit gehabt auf Schalke, aber diejenigen, die jetzt die User sind, die im Internet sich bewegen, sind meistens Jungs im Alter oder Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren. Und zu meiner Zeit, als ich auf Schalke am 13.11.1990 habe ich Schalke verlassen, in einer äußerst misslichen Lage. Die kennen mich im Prinzip als Trainer gar nicht mehr, ja. Höchstens als Trainer von anderen Vereinen. Aber dass ich im Schalker Umfeld immer wieder genannt werde, ist normal. Aber es gab jetzt noch keine Kontakte und auch noch keine Kontaktaufnahme. Es gibt immer wieder Kontakte zwischen mir und Schalke 04 und zwischen einigen Leuten, die verschiedenen Gremien angehören, aber es gibt keine konkrete Nachfrage in Bezug auf die Trainerposition. Ich würde diese Nachfragen auch sicher im Augenblick nicht dahingehend beantworten, dass ich ja oder nein sagen würde. Halte ich auch für stillos, denn Felix Magath ist ja letztendlich noch im Amt. Aber wenn man Felix Magath jetzt zum Saisonende rausschmeißt, kann man ihn eigentlich rausschmeißen, er ist ja auch noch Vorstandsmitglied und so weiter. Und Horst Held soll dann irgendwie ein bisschen mehr involviert werden. Nur bleiben würde dann Horst Held als einziger aus der ganzen Magath-Entourage überbleiben, weil Felix Magath hat ja einen riesen Stab mitgenommen. Da kann man fest von ausgehen. Sämtliche Co-Trainer, inklusive Torwarttrainer, Fitnesstrainer und so weiter. Felix hat einen riesen Stab. Pressesprecher, Assistent. Genau, es geht weiter bis zu einigen Leuten auf der Geschäftsstelle. Die werden natürlich dann den Verein zu verlassen haben. Denn entweder macht man einen Schnitt und sagt, wir machen einen Neuaufbau auf andere Art und Weise mit anderen Leuten, oder man steht weiterhin zu Felix Magath. Und diese Tendenz ist im Augenblick rein abhängig von den nächsten Spielen. Die müssen erfolgreich sein. Man muss den DFB-Pokal holen. Man muss die nächste Runde in der Champions League erreichen, weil sonst einiges auch finanziell gar nicht mehr zu rechnen ist. Und von daher kommen sehr, sehr spannende Zeiten auf Schalke 04 zu. Sind wir schon wieder beim Karneval. Wer soll das bezahlen? Aber Fakt scheint ja wohl zu sein, dass auf jeden Fall am Saisonende Schluss ist für Felix Magath. Für ihn könnte ja ein Traum wahr werden, noch einmal zum HSV zu gehen, denn da hat Armin Fee ja auch gesagt, er hört auf. Also im Moment ist in der Bundesliga ohne Ende Bewegung. Jetzt haben wir noch gar nicht über Louis van Gaal und den FC Bayern gesprochen. Das heißt, in der nächsten Saison 6-7, vielleicht auch mindestens 5-6 Vereine brauchen einen neuen Trainer. Da gehe ich mir fest von aus, so wie die Diskussion im Augenblick laufen. Da wird es eine riesen Fluktuation geben auf dem Trainermarkt. Und da bin ich ganz ehrlich, da hoffe ich dabei zu sein. Denn die Angebote, die ich im Augenblick aus dem Ausland habe, sind nicht ganz so interessant. Ich wäre sehr interessiert, in der Bundesliga wieder zu arbeiten. Ich hoffe, dass ich mit dem in den Topf reingeschmissen werde. Ja, dann machen wir das jetzt mal direkt. Ja. Und was wir natürlich auch machen müssen, wenn wir jetzt hier zum Ende kommen. Heute steht die Champions League an. Gestern war eigentlich, same procedure as every year, oder? Barca. Ja, vollkommen normal, dass Barca mit ihrer Traumtruppe gegen Arsenal gewinnt. Obwohl ja wirklich kuriose Situationen teilweise dazu geführt haben. Rote Karte für Van Persie und ähnliches. Aber es war normal. Das schafft ja Donetsch, weiterkommen war auch klar. Die Römer sind nicht mehr das, was sie waren. Donetsch wird immer noch unterschätzt. Es ist eine absolute Top-Mannschaft, die da in der Ukraine rumläuft. Und heute Abend bin ich gespannt. Schalke 04 muss weiterkommen. Ich glaube, dass sie weiterkommen werden. Sieg oder Unentschieden heißt es dann ja nur, wenn... Ja, Unentschieden 0-0, das würde reichen, da Schalke ja durch Raúl in Valencia ein Tor erzielt hat. Und ich gehe aber davon aus, dass Schalke noch für das Spiel 2-1 gewinnt. Okay, dann machen wir hier mal die 2,55. Ja, und dann das andere. Tottenham Hotspur gegen Mailand. Ohne Gattuso, dafür mit unser allem neuen Liebling, mit Merkel Junior. Ja, hervorragender Junge auf der rechten Seite, mit Sicherheit interessant, möglicherweise irgendwann mal für Jogi Löw. Er ist wirklich der Komet, der da aufgestiegen ist am Himmel des italienischen Fußballs. Aber trotzdem glaube ich, dass die Hotspurs die einmalige Chance nutzen werden, an der White Hart Lane Milan
auszuschalten. 1:0 für Tottenham. Ja, haben wir das auch. Dann hätten wir ja eine schicke Runde. Am 18. ist dann, glaube ich, die nächste Auslosung, denn Bayern München spielt ja nächste Woche bei Bayern heute dann auch das erste Mal Training jetzt mit Louis van Gaal bis zum Saisonende. Jetzt haben wir ja dann mit van Gaal, mit Armin Fee und mit Felix Magath, wenn wir mal von ausgehen, die bleiben bis zum Saisonende, drei, wie das immer in Amerika so schön in der Politik heißt, Lame Ducks, also lahme Enten. Wie ist denn das, wenn wir haben 26. Spieltag, also bis 34 ist noch ein bisschen hin, wenn die Spieler wissen, der mir da jetzt das Sagen hat, der hat mir eigentlich sowieso nichts mehr zu sagen, weil der ist weg am Saisonende. Wenn dann die Chemie zwischen den Spielern und dem Trainer nicht stimmt, dann wird der Verein feststellen, dass er in ganz, ganz große Schwierigkeiten gerät. Ist die Chemie in Ordnung, dann läuft es weiter. Wenn man vom Trainer überzeugt ist, wenn die Chemie zwischen beiden, wie gesagt, Mannschaft und Trainer stimmt, dann läuft es weiter und kann sogar eine sogenannte oder auch Trotzreaktion heraus entstehen und die Spieler rufen noch mehr Leistung ab, als sie vorher gemacht haben. Aber wehe, wenn nicht, dann wird es böse. Und dann können auch, wenn es dann böse wird, können dann auch tatsächlich Nothelfer wie Otto Rehhagel ins Rennen geschmissen werden. Da müssen wir den Otto selber fragen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass der Otto mit seiner großen Erfahrung, die er zweifelsfrei hat, mit seinem Alter, das er zweifelsfrei auch hat, sich nochmal antun wird, in der Bundesliga den Notnagel zu spielen. Langfristig traue ich dem Otto alles zu, aber kurzfristig glaube ich nicht, dass er machen wird. Peter Nochmal, vielen Dank Ja, alles für klar. die klaren Worte. Heute Abend auf Schalke dabei? Selbstverständlich. Gut, dann haben Sie das Glück, dass er sich das im Stadion angucken kann. Vielleicht der eine oder andere von Ihnen auch. Ich gucke es mir im Fernsehen an. Auch mal ein anderes Karnevalskontrastprogramm. Hoffe natürlich auch, dass Schalke weiterkommt. Danke Ja, nach ciao. Gelsenkirchen und danke auch an Sie. Schönen Aschermittwoch noch. Ciao.